Wir haben wieder Montag und ich begrüße euch damit zu einer neuen Folge der WoW News Weekly. Und bevor wir mit den News an sich loslegen, einmal kurz der Hinweis. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, ab morgen geht's mit dem Let's Play wieder los hier auf dem Kanal. Zweimal die Woche, dienstags und donnerstags immer. Und würde mich freuen, wenn ihr euch das dann mal ein bisschen anschaut. Ich bin gerade fleißig dabei, das wieder aufzunehmen und von daher... Naja, wenn es euch gefällt, guckt es euch einfach mal an. Kommen wir dann zu unseren WoW-News der Woche. Kleiner Hinweis, ich habe alles nochmal im Beitrag auf der Website dann zusammengefasst. Falls ihr weitere Details zu den News haben wollt, klickt einmal in der Videobeschreibung auf den Link oder oben rechts auf dieses kleine Infosymbol, dann kommt ihr zum News-Beitrag. Ihr kennt sicherlich die Werft in der Garnison und sobald man die gebaut hat, kann man da auch so ein paar Marine-Missionen heißen, die machen einfach, wo man dann Schiffe auf Missionen schickt, die dann, ja, wie Anhänger quasi, dann auch Missionen machen und da gibt's Erfolge für 50 Erledigte, für 100 Erledigte und für alle seltenen erledigten Missionen und ja, da kriegt man ein paar lustige Gimmicks, unter anderem so einen kleinen Kompass, wo man sich dann zur Werft teleportieren kann, ist ganz nett. Alles weitere über die Belohnung, wie gesagt, dann im Beitrag. Erinnert ihr euch noch an den Händler, den ich euch vorgestellt hatte im Tarnan-Dschungel, der diesen lodernden Terrorwolf, also dieses grüne Wolfsmount verkauft, was eigentlich unbezahlbar ist, weil man so viele Apexis-Kristalle, glaube ich, gar nicht haben kann. Da wurde jetzt entdeckt in den Erfolgen, dass das wohl auch ein Mount ist, das man dann für Erfolge kriegt. Für Raid-Erfolge, um genau zu sein. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob man das weiterhin beim Händler kaufen können wird, ob die Preise dann runtergeschraubt werden oder ob das beim Händler einfach nur irgendwie so eine Art Platzhalter ist und man da ein anderes Mount kaufen kann. Man weiß nicht genau, aber höchstwahrscheinlich kann man es auch dann per Erfolg bekommen. Ich finde ihn relativ cool, auch wenn es wieder nur so ein recyceltes Model ist, aber mein Gott, ne? Man nimmt halt, was man kriegt. Wir alle kennen den Battle.net Launcher und der, ja, ist jetzt, ich weiß nicht, ist er noch in der Beta-Phase, keine Ahnung. Jedenfalls ist das Design relativ schlicht gehalten und so. Und jetzt hat einer von Blizzards Artists dann ein paar Bilder auf dem Blog oder was auch immer das da ist, dann gepostet, wo ein paar neue, ja, Screenshots vom neuen, in Anführungszeichen, Battle.net Launcher zu sehen sind. Die könnt ihr euch auch im News-Beitrag auf der Seite mal angucken, die Bilder. Ich finde es relativ cool. Wäre schön, wenn es das neue Design ist. Offiziell gibt es da noch nichts zu von Blizzard. Also man darf gespannt sein, aber warum sollten die sich so eine Arbeit machen, wenn es dann ja doch kein neues Design ist? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Ich finde es ganz nett. Könnt ihr euch noch ans Auktionshaus in Diablo 3 erinnern? Das wurde ja mit Reaper of Souls rausgenommen. Da konnte man halt gegen Echtgeld Items und Gold und so weiter und so fort verkaufen. Und Blizzard streitet sich da ja immer mit ja denen, die dann Gold verkaufen in ihren Spielen rum. Und jetzt wurde von einem deutschen Gericht entschieden, dass dieser Goldverkauf, ja, der nicht von Blizzard ist, dann nicht wettbewerbswidrig ist in Diablo 3 und damit dann halt auch ja mehr oder weniger erlaubt. Das heißt, Blizzard kann da jetzt großartig nichts mehr gegen unternehmen, dass da Gold verkauft wird. Ihr fragt euch jetzt, warum erzählt ihr uns das? Das ist doch eine Diablo 3 News. Hm, ja, das schon, aber man muss sich natürlich die Frage stellen, wenn das in Diablo 3 erlaubt ist, was ist damit WoW? Könnte man da vielleicht in naher Zukunft auch nochmal hinkommen, dass man dann legal Gold kaufen kann? Ohne jetzt die WoW-Marke natürlich. Das ist jetzt auch ein Weg, wo man das kaufen kann. Aber so Sachen wie, ja, Randy Run zum Beispiel, um Nummer 1 zu nennen, die wären mit Sicherheit auch ganz froh über so einen Gerichtsentscheid in WoW. Ich habe euch auch schon mal über die Mythic Dungeons berichtet, die im Endeffekt ja nur von den Leben und von den Schadenspunkten dann stärker sind. Allerdings gibt es da noch eine kleine Änderung in diesem Mythic-Schwierigkeitsgrad, und zwar die Loot-Geschichte. Da wird es so sein, dass man zwar so oft, wie man möchte, reingehen kann, aber nur einmal pro Woche, pro Boss,
dann ja Loot bekommt, wie in Raids quasi, so ist dann in Mythic Dungeons auch. Findet ihr das gut oder nicht? Ich meine, man geht nach einer Zeit eh nicht mehr da rein, aber naja, wäre schon ganz cool, wenn man jetzt ein bestimmtes Item haben will, dass man das richtig farmen kann. Geht halt nicht, wegen dieser Loot-ID. Und zum Schluss nochmal was zu den Timewalker Dungeons, die wir dann mit dem nächsten Patch bekommen. Da wird es so sein, dass man den Proto-Drachen, den blauen, bekommen kann. Nach, ich glaube, Turm Utgarde war es. Ich verwechsel die immer, Turm und Burg Utgarde, aber ich glaube, Turm müsste es sein. Berichtigt mich, falls ich falsch liege. Das ist natürlich relativ interessant, dass man den da kriegen kann. Frage ist jetzt, wie sinnvoll das ist. Man kann ja theoretisch auch die alten abfarmen, aber vielleicht kriegt man auch dann andere Mounts und Pets von früher, die man sich dann so erfarmen kann. Was haltet ihr davon? Ich bin dann noch so ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß nicht, was das großartig bringen soll, weil den gab es ja, wie gesagt, dann auch schon früher und den, oder kriegt man den nicht mehr? Ich bin mir nicht sicher. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt und ja, ich wäre durch für heute, für diese Woche. Schaut regelmäßig auf der Webseite nach, wenn ihr dann aktuelle News haben wollt. Ansonsten, falls ihr dazu zu faul seid oder sonstiges, jede Woche dann halt diesen kleinen Rückblick, diese kleine Zusammenfassung, wo ich die wichtigsten Sachen dann nochmal auffasse. So, schönen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, dann in der nächsten Woche wieder. Und wenn ihr mögt, bis dahin. Oder rein.